So, da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück. Weiter geht's. Ja, genau. Wie gesagt, wir werden den ganzen Kram nochmal eben so ein bisschen durchsortieren. Und nachher ist halt die Idee, dass wir den Kram einfach leer pumpen. Sagen wir mit möglichst vielen Greifarmen, weil da kommt ein Haufen Zeug an. Man hätte jetzt auch Loader nehmen können, da müssten wir sie noch einen Block runtersetzen, aber ist egal. Das eilt ja nicht, ne? Wir haben ja in der Abfrage vom System haben wir ja alles drinne, also jeden Wert quasi. Daher ist es okay. Genau. Jo. Was wir nachher auf jeden Fall brauchen, ist schon mal das oder Ding hier. Und ich glaube, wir werden diese Anlage gleich mal eben tauschen. Ich drehe das Ding mal zur Seite, dann kommt da keine neue Flüssigkeit rein. Da sind wir jetzt noch nicht an der Position, dass wir hier irgendwelche Sachen wegschmeißen können. Genau, und normalerweise müssten wir auch den Kollegen jetzt abreißen. Hier sind jetzt wie viele? 240 Lagerplätze. Das müsste passen eigentlich mit den beiden. Okay, da werden die Bots viel Spaß haben. Aber das ist okay. Genau, wir können mal eben unsere mit dazu schicken. Weil dann haben wir den gesamten, ja, Lagerbestand hier auf einen Blick. So, Rohre. Das schaut gut aus. Wir haben ein paar Undergroundies. Ich würde den 62er nochmal eben durchheizen lassen. Dann haben wir auf jeden Fall auch ein paar Undergroundies da. Ansonsten, Fließbänder haben wir auch. Das geht nicht mehr voran hier. Deine. Na, warte mal. Warte, warte, warte. Doch, ein paar Steine brauchen wir nochmal eben, dass der Rest quasi verbraucht wird. Weil ich würde nämlich für die Forschungspakete die Maschine hier nehmen. Ja, mal sehen. Ja, geht ja einigermaßen. Das ist okay. Hier sind auch. Ja gut, das sind aber die, die man auf die Dinger draufsetzt, ne, oder? Ah, nee, komm, brauchen wir jetzt noch nicht. Hauptsache, wir haben schon so ein Teleskop. Kennen wir noch nichts von. Ist okay. Genau, die ganzen Geschichten packen wir eben hier rein. So, hier ist übrigens auch eine Recyclinganlage. Ach so, ja. Wir brauchen hier oben auch eine Lieferkanone. True, die hatte ich doch. Genau. Hatten wir da, ist kein Problem. Weil anhand dieser Lieferkanone werden sich auf jeden Fall diverse Fässer erfreuen. Ja, warte. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das anstellen wollen, hätte ich gesagt. Ich meine, an sich können wir diesen Lieferkanonen-Quatsch auch hier oben mit reinstellen. Weil dann haben wir die ganze Anlieferungs- und oha, andere Logistik ja, auf einen Haufen. Ja, ich glaube, die Roboter, die fressen gerade relativ viel Energie. True. Tun sie. Ich reiß mal das Ding eben wieder ab. Ja, die Bots ziehen hier gerade alles leer. Das ist natürlich kein Dauerzustand. Passt schon. Aber wir nehmen das auf jeden Fall wieder mit. Ich denke, wir machen die Anlieferung von hier oben komplett. Nee, das war die sich aufladende Lieferkanone, oder? Kann das sein? Ja, okay. Ja, mal sehen. Wir forschen ja gerade mehr oder weniger an diesem ollen Gerüst, sofern der hier irgendwann mal fertig ist. Ja, der braucht halt ewig, ne? Na, wie gesagt, nicht so schlimm. Wir können die restlichen Sachen schon mal rausnehmen, weil das ist eh der letzte Durchgang. Und dann wird das wohl hinhauen. Ja, der wird einen Fünfer machen pro Minute. Jetzt mal so Interesse halber, ne? Wenn wir den hier hinstellen und sagen, hier, pass mal auf. Mach mal das. 40. Okay. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Gut, der ist durch. Jo. Die Frage. Achso, jetzt habe ich darauf geachtet, welche Anschlüsse wo sind, ne? Warte mal eben. Na gut, ist ja egal. Wir haben ja eh nur den einen. Ich schieb das da mal komplett ran. Oh no. No, 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 no. No, no, wo willst du hin?
Das Ding sehen wir nie wieder. So. Problem gelöst, mehr oder weniger. Achso, wir können unsere 50 gleich wieder mitnehmen. Genau. Und dann sollte das, glaube ich, hinhauen. Okay. Genau, das ist da. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt noch da rein. Und hatten wir noch welche davon? Yep, haben wir noch da. Sehr schön. Jo, dann kann er weitermachen. Wir brauchen jetzt auch hier nochmal eben eine Kiste. Und dann geht das Ganze vielleicht ein bisschen angenehmer vonstatten. Okay. Genau, die Undergroundies sind fertig. Das heißt, wir reißen den Laden mal eben ab. Wir können auch das hier eben abreißen. Das kommt weg, das kommt weg. Der kann den Rest nochmal eben durchheizen. Ja, und dann könnte da was gehen. Ja, wie gesagt, Anlieferungen. Haben wir ja eh gesagt, das kommt sowieso alles von hier. Und wir werden das auch alles übers gleiche Netz laufen lassen. Kommt er da hin? Yes. Eventuell brauchen wir hier nochmal so einen Strommast oder so, ja. Pass mal auf, das machen wir nochmal richtig. Einmal hier rüber und einmal darüber. Genau, dann sind die ganzen Sachen drin. Dann brauchen wir hier noch die Lieferkanone. Yes. Und die würde gerne auch einen Wert bekommen. Allerdings kann man die Lieferkanone nicht direkt ansteuern. Nee, das geht immer noch nicht. Das ist aber okay. Weil das ist eher interessant für den Greifarm, der hier vorne dranhängt. Genau. Natürlich müssen wir in diesem Pot hier diverse Dinge reinstellen. Wir brauchen hier auf jeden Fall auch noch einen Receiver. Ich wusste es, ja. Deswegen habe ich einen mitgenommen. Wir brauchen hier mehr Energie. Ja. Der hier bekommt Schrottbauplan. Und hier müssen wir nachher Dinge reinschießen, die halt ja, die Lieferkapseln herstellen lassen. Das heißt, wir brauchen hier jetzt auf jeden Fall eine Montagemaschine, die Lieferkapselkram herstellt. Das können wir hier hinter eigentlich direkt machen. Ah, die Sache mit dem Kupferdraht. Stimmt. Das ist auch so ein Ding. Ja, müssen wir halt gucken. Entweder stellen wir den Kupferdraht hierher. Wir hatten Kupfer so reingeleitet, ne? Ja, dann stellen wir den Kupferdraht daher. Ist ja okay. Dann müssen wir es nur vielleicht woanders machen. Ich würde das schon... ja, weiß ich nicht. Ich weiß doch nicht, ob ein Droppod ausreicht dafür. Ich glaube wahrscheinlich nicht, aber wir testen das mal. Wir haben noch diesen komischen Fußboden dabei. Gilt der auch für außerhalb? Ich meine, den kann man doch nur auf diesem Scaffolding bauen, oder? Oder wie ist das hier? Doch, geht. Okay, cool. Warte mal. Vielleicht noch eine Reihe. Oh, oder noch eine Reihe. Ja, das glaube ich okay. Genau, für die Lieferkapseln brauchen wir ansonsten Leichtbauteile, Sprengstoff, Hitzeschild. Das sind Sachen, die kriegen wir alle hier ran. Ja. Das heißt, wir müssen nur... Ja, ich überlege gerade, ne? Wir müssten da nicht so viele Ressourcen hier reduzieren, dass wir... ja. Dass wir mit einer Frachtbox hinkommen. Mit der linken zum Beispiel. Und dann ist es okay. Ja, gut. Pass auf. Dann... machen wir hier den Kupferdraht. Können wir das nochmal verschieben? Ja, geh halt woanders hin. Ist okay. Genau. Und wir machen hier nicht diesen Greifarm hin. Wir machen dann hier die Lieferkapseln und packen den damit dazu. Genau. Genau, das ist der Verschrotter. Das heißt, wenn wir unten einen Droppod haben, dann ist er nur aktiv, wenn... keine Ahnung, Schrott irgendwie... machen wir 200... ja, 2000, genau. Machen wir 200, dann sind wir safe. Sollte also passen. Ja, und wir brauchen hier noch einen Input für den Schrott selber.
Genau. Ach so, der braucht Motoren. Die sind hier irgendwo drin, ne? Genau. Ja, dann kann der noch ein paar herstellen. Was haben wir hier für ein Problem? Ach so, die Sache mit dem Treibstoff. Wir haben doch, genau, wir haben noch eine Anforderungskiste. Die nehmen wir jetzt für die Kollegen hier. Genau, Fließbänder ist halt so ein anderes Ding, ne? Das kriegen wir auch irgendwie hin. Jo. Ja, dann können wir zumindest einfach schon mal so ein paar Forschungen hier durchheizen. Achso, ich habe die nicht eingestellt, deswegen, warte. Ich habe mich eben schon gewundert, wo der mit der Montagemaschine hin will, aber ja, gut. Irgendwas ist immer, ne? So, er ist durch. Ah, Autosave, genau, dann nehmen wir das Zeug mit. Der ist weiter drin. Brauchen wir jetzt hier noch eine Verbindung? Ja gut, hier ist jetzt halt kein Kupfer drin, deswegen meinte ich eben, es wäre praktisch, wenn wir vielleicht nur ein so ein Ding hier hinstellen. Das Problem ist, es wird vom Platz her ziemlich eng. Möglicherweise müssen wir dann irgendwann nochmal ein größeres Teil hier hinbauen, ja, so ein Warehouse oder so, ne? Ja, ist aber erstmal nicht so wichtig. Weil ein Lagercontainer ist einfacher zu maintainen einfach, ne? Gut. Wir haben jetzt aber noch irgendwo diese anderen Weltraum. Hier, genau. Das sind 90 Items pro Sekunde. Dann machen wir das zum Schrottband. Ist überhaupt nicht verschwendet. So, hier ist irgendwo Schrott drin. Wir haben noch so einen Kollegen mit dabei. Können wir dann nochmal so einen Puffer mit einbauen? Klar, machen wir. Ja. Wir können auch den hier nehmen. Nee, das ist mir zu viel. Wir machen das hier. Warum so kompliziert? Genau, dann werden wir hier auf jeden Fall schon mal den Schrottkram los. Oh, Weltraumplattformgerüst ist fertig. Das ist sehr cool. Wie viel haben wir von denen noch? 54? Okay, warte mal. Warte. Wir machen das sogar einzeln jetzt. Das ist mir sonst zu heikel, ehrlich gesagt. Weh. Oh, ja, genau. So viel dazu. Könnte gehen. Ich finde die Bänder voll verwirrend, ehrlich gesagt. Also cool sehen die aus, ja. Aber ganz ehrlich, nee. Nicht so ganz mein Fall, ehrlich gesagt. Wir müssen noch... Nee, das passt sogar genau. Sehr schön. Ja, weil der Kollege hier, der soll die Sachen bereitstellen, die wir auf jeden Fall auch für die Lieferkanone brauchen. Also für die Geschichte hier. So. Was haben wir noch? Ja, eigentlich alles. Also die Öfen brauchen wir sowieso. Meine Forschungspakete haben wir hier oben genug. Die einzigen, die halt dann fehlen, sind diese hier. Aber da kommen gerade noch welche ran. Ja. Passt. Ist hier nicht auch Schrott drinne? Habe ich die Kohle hier hochgeschossen? Ach nee, die waren im Gestein mit drinne, ne? Ja, stimmt. Nee, hier ist kein Schrott, aber hier ist Weltraumplattform drinne. Das ist schon mal viel wert. Okay, ja, müssen wir da mal schauen. Wie viel Schrott ist denn da? Ah, 2000. Hm, ist okay. Ja. Wir müssen gleich auf jeden Fall gucken, dass wir diese Recyclinganlage, die wir hier haben, dass wir die nutzen, um die Fässer zu verschrotten und dann kommen die hier drauf, ne? Und hier schießen wir halt nachher mit der Lieferkanone rein. Oder sagen wir mit mehreren. Ich denke, wir werden so einen ähnlichen Aufbau wählen wie beim letzten Mal auch. Dass wir halt für den Orbit oder für jeden Planeten eine eigene Lieferkanonenstrecke bauen, wo halt die Sachen drin sind, die hier für diese Kapseln gebraucht werden und ähnlichem. Den Schwerpunkt der Materialien hier im Orbit, den werden wir trotzdem per Rakete anliefern.
Die nächste machen wir dann auch richtig voll. Ne? Das hier war jetzt erstmal so ein Experiment. Wie sieht denn das eigentlich unten aus? Das Ding ist immer noch nicht fertig. Achso, wegen der Raumkapsel. Stimmt, die haben wir noch nicht automatisch da reingeführt. Stimmt. Macht ja auch keinen Sinn, weil wenn wir jetzt hier ein Fließband hinziehen, was auch gar nicht mehr möglich ist, ja doch, ist noch, aber dann wird das Fließband ja voll gemacht werden mit den Kapseln. Und ganz ehrlich, die brauchen wir nicht in der Masse. Noch nicht. Nee, aber ansonsten ist hier auf jeden Fall schon mal wieder prepared. Wir haben noch einen Haufen Platz. Pass mal auf. Wir können auf jeden Fall die Menge der Flüssigkeit erhöhen. Oder der Fässer, besser gesagt. Wasser sowie Schmiermittel. Das können wir alles erhöhen. Und da muss ja nachher noch ein bisschen was anderes dazu. Und eventuell müssten wir auch das hier nochmal erhöhen. Da gehen wir auch so auf 400. Genau. Das macht denn unsere Anlieferung. Das sieht noch okay aus, ne? Ja. Das ist in Ordnung. Ja, und alles Weitere sehen wir dann später. Wir haben noch genügend Lebenserhaltung. Wir können hier auf jeden Fall noch eine Runde chillen. Nee, chillen nicht. Wir müssen ein paar Sachen machen. Indem jetzt einmal Schrott endlich mal fertig ist. Das ging jetzt fix. Also, wenn wir die ganze Forschung hier durchgedrückt kriegen, wäre das schon ziemlich geil. Also, zumindest die wichtigen Sachen. Das ist gerade nicht so wichtig. Also, ja, später schon. Aber wir brauchen auf jeden Fall Vulkanitverarbeitung. Das müssten wir irgendwann dann nebenbei machen. Wir brauchen auf jeden Fall Logistik 3. Wir brauchen die Wiederaufbereitung von Kernbrennstoff. Wir brauchen auf jeden Fall diese Automatisierungsstufe. Und das lassen wir jetzt erstmal. Und dann gucken wir danach nochmal. Das macht die Energie hier. Das ist alles im grünen Bereich. Das sollte passen. Ja. Weil ich sag mal so, wenn wir die wichtigen Sachen hier haben, dann wird es irgendwann mal Zeit, dass wir unten auf Nauvis die richtige Basis bauen. Aber da möchten wir halt dann doch schon blaue Fließbänder haben. Ja, weil das wäre schon nicht schlecht. Ja, mal gucken. Wir kriegen das irgendwie hin. Schauen wir mal. Diese Frachtkapseln hier, ne, die können wieder mit runter. Ach so, ja warte mal, den Schrott, den brauchen wir jetzt hier nicht mehr machen. Das können wir jetzt hier erstmal einlagern. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Platz. Die Fässer können dann auch wieder raus, weil die werden wir dann in die Recyclinganlage schmeißen. Wenn ich dann weiß, wo ich sie hin tun möchte, das ist so ein Problem gerade noch. Oh, haben wir nochmal Motoren? Irgendwo hier sind die noch. Ach, hier oben, lol. Ja. Da fängst du einmal an, von unten zu suchen und dann sind sie ganz oben. Genau, hier fehlt gerade das Wasser. Wir müssten den Kollegen nochmal kurz umdrehen. Aber an sich geht die Forschung relativ schnell, wenn da ein paar Sachen rauskommen. Das ist schon mal in Ordnung. Wollen wir den Kollegen hier aussetzen? Überlebt ihr das? Der kann hier ein bisschen aufpassen eigentlich, oder? Klar, warum denn nicht? Endlich ein Inventarslot mehr. Wir schleppen den seit 30 Stunden, 37 Stunden hier rum, ey. Nice. Den hast du von Start, also von Beginn an. Aber das ist halt ein Freund. Steht auch da, Freund. Also ist kein Nicht-Freund quasi. So einer ist es nicht. So, genau, die Fließbänder fehlen wieder. Achso, und wir müssen wieder drehen. Na gut, wir haben jetzt noch 11 Montagemaschinen, also wir könnten da noch ein bisschen was machen tatsächlich. Ach so, lol. Nee, nee, also den hast du von Beginn an quasi. Der schlummert in deinem Inventar. Wenn du übers Inventar da hoverst über den Slot, dann sagt er auch schlafender Freund. Jetzt schläft er halt nicht mehr. Jetzt ist es nur noch ein Freund.
Nice. Ach so, ja, da kann er von mir aus, ne? Egal, wurde eh abgewehrt, daher kein Problem. So, wir haben jetzt hier noch, wie viele? Ja, jeweils ca. 1,8k Forschungspakete. Sind eh immer 200er Stacks. Ich überlege gerade, ob ich noch mehr anfordere, aber das macht eh keinen Sinn. Nee, komm, lass liegen, tritt sich fest. Passt schon. Ich meine, wir haben jetzt noch einen Haufen Wasser, ne? Wie sieht denn das mit dem Schmiermittel aus? Na gut, da haben wir nicht mehr so viel von. Nur noch 80. Wasser. Falsche Kiste. Deswegen sage ich, ne, wir müssen das irgendwie hinbekommen, dass wir den Kram vielleicht in einen Container einsortieren. Oh, upsi. Mein Fehler. Verschwendung von Flüssigkeit war das gerade. Egal. Ja, die beiden Anforderungskisten, die wir hatten, die sind jetzt natürlich... Ah nee, warte mal, hier sind noch welche drin. Stimmt. Das ist ja geil. Warte mal. Ja, kriegst du gleich. Dann machen wir das auch so. Der kann aber trotzdem eben hier die Reste bekommen. Haben wir noch die Motoren dabei? Yes, rein damit. So. Genau, entleere Schmiermittelgedöns. Ja, das können wir auch mit einer Anforderungskiste machen. Warte mal. Ich habe gerade so eine Idee. Ja, lass den Laden mal leer laufen. Nicht? Achso, dem fehlen wieder Dinge. Ja, ist okay. Wir können für die beiden eine gemeinsame Anforderungskiste machen. Und der hier, der kann seinen Ausgang gedöns. Haben wir nicht noch so eine dabei? Warte mal. Nicht direkt, oder? Können wir so eine irgendwie bauen? Was haben wir denn noch da? Schaltkreise haben wir doch bestimmt da. Und Stahl auch. Ja, warte mal. Hier ist doch so ein Ding. Das ist mir aber zu viel, des Guten, ehrlich gesagt. Stahl. Genau, der kann den ganzen Kram hier hinpacken. Das ist kein Problem eigentlich. Wir sollten natürlich einen Filter setzen, weil die sonst wieder hier irgendwie ausrasten oder sowas. Genau, und hier machen wir gleich eine Rohrverbindung zu beiden Maschinen. Das ist ja eine Anforderung. Ja, genau, ist auch eine Logistikanfrage mit drin. Das ist perfekt. Schön. So, Schrott ist. Oh, scheiße. Ich hasse Schrott jetzt schon wieder, ne? Können wir da mal noch so eine Kiste hinstellen? Ist erstmal egal, dann bunkern wir das Zeug da halt rein. Meine Güte. Ist halt so. Ich würde wie gesagt nur noch eben die Maschine hier mal leer machen. Jo. Ja, wird sich jetzt halt ein bisschen hinziehen, aber ich denke, das ist okay. Nee, will ich nicht wegschmeißen, das Zeug, ne? Ah, oh, da kommt auch kein Wasser mehr an. Ja, warte, okay. Wasser haben wir bestimmt noch irgendwo rumfliegen, genau. Die Maschine können wir auch echt schon wieder stehen lassen, nur die andere eben nicht. Da können wir gleich noch eine Lagerkiste bauen. Oh,
Und da wir das in dem Bereich hier machen, würde ich hier tatsächlich mal eben das Zeug hinschmeißen. Geht vom Platz her eh nicht, ne? Ah, doch, das könnte gehen. Weil wir müssen den Kram hier gleich ein bisschen verschieben. Ja, machen wir gleich. Aber wie gesagt, erst wenn die Kiste hier leer ist. Da ist ganz schön viel drin, kann das sein? Naja. Ja gut, die eine Kiste hier verbraucht ja auch kaum was, ne? Wie viel geht denn da durch? 8 pro Minute. Oh mein Gott. Wir hätten Tanks mitnehmen sollen. Nee, Quatsch. Da lagern wir jetzt erstmal gar nichts ein, glaube ich. Was mit dem hier? Auch 90. Okay, die haben nur unterschiedliche Farben. Weil der hat nämlich auch 90 pro Sekunde. Okay. Das ist schon viel. Also das ist halt doppelt so schnell wie ein blaues, ne? Das ist schon krass. Ja, Lebenserhaltung haben wir noch genug. Wie gesagt, wir haben ja Zeit ohne Ende tatsächlich. Ich weiß, es ist halt gerade ein bisschen trocken, aber ich will den Kram hier einigermaßen sinnvoll gestalten, auch wenn wir halt hier und da mal warten müssen. Und das hier war halt, wie gesagt, eine relativ dumme Idee. 134. Haben wir noch Wasser? Ja, wir haben bestimmt noch irgendwo Wasser rumfliegen. Yes. 288. Von dem Schmiermittel wird halt kaum was verbraucht. Das ist gerade so das Problem. Oder wir setzen hier unten eine Anlage hin, die das wieder auffüllt in Fässer. Nee, das machen wir nicht. Ich glaube, Schrott ist jetzt endlich mal leer, ne? Das ist super. Hier war nichts drin. Nee, wir haben auch kein Schrott mehr im System, oder? Nee, haben wir nicht mehr. Okay, sehr schön. Das heißt, der Kollege kann weg. Das hier können wir ein bisschen kürzen. Und jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir das Ding hier rein? Yep, kriegen wir hin. Warte mal, der macht ja... Ah, das ist ja noch besser. War das nicht im letzten Game auch anders? Ich meine, wenn wir hier Stahl wieder rausbekommen, ne, das ist gar nicht so blöd. In dem letzten Patchstand haben wir da den Schrott rausbekommen. Ah, okay. Ja, warte mal. Ist aber trotzdem. Oder ändert halt auch nichts. Wir müssen nur die Maschinen gleich mal eben umplatzieren. Warte, ich will mir noch mal irgendwas angucken. Nö. Gehen zu Stahl. Ey, das ist cool. Dann können wir den da hier oben lassen, weil der wird hier eh gebraucht. Das ist richtig gut, das machen wir so. Nee, weil in der letzten Version haben wir den ganzen Kram jetzt zu Schrott verarbeitet. Nice. Aber wie gesagt, nicht hier, wir müssen nur die Maschinen nochmal eben umsetzen. Genau, das Ding ist leer. Der hier ist auch bald leer, endlich. Forschung ist gleich durch. Ja, also wenn das Ding hier arbeitet, dann geht es echt schnell. Das ist super. Wie viele haben wir noch von den Paketen? Wir haben 1,5k. Ja, das ist okay. Da kriegen wir noch einiges mit durch. Yep. Genau, Wiederaufbereitung von Kernbrennstoff ist super wichtig. Ich meine, wir haben noch Zeit, ne, 11,5 Stunden, das ist okay. Ja gut, das Prozessoren hat irgendwann knapp werden, das ist glaube ich klar, ne? Logisch. Wir haben es bald. Ja, ich will versuchen, dass wir da einen direkten Übergang hinbekommen. Ohne, dass wir in den Vorgang irgendwie irgendwelche Kisten oder Bots oder so involvieren müssen. Ich meine, hier die beiden, die reichen schon, die Kisten, klar.
Aber muss ja nicht mehr sein. Das soll direkt von der Maschine dann Richtung Lieferkanone gehen. Beziehungsweise wieder in das Lager rein, in dem Fall jetzt, ne? Genau, das wäre schon die andere Sache. Wir hätten eine Möglichkeit, also es würde passen, wenn wir es jetzt rüberschiften. Eigentlich wollte ich es andersrum machen. Scheiße. Egal, dann ist es halt so. Have fun. Die kriegen nochmal Verstärkung mit dazu. Ist ja eine kurze Strecke. Easy. Zu viele verschiedene Sachen. Okay. Das kriegen wir hin. Woanders brauchen wir die Forschungspakete eh nicht. So, haben wir es jetzt? Yes, er hat es geschafft. Wahnsinn. Genau, da wir jetzt die Rohre mit involvieren, können wir das Ganze so gestalten. Die eine Verbindung hier reicht, ja. Genau. Wasser. Und hier wieder Schmiermittel. Richtig. Hat den charmanten Vorteil, ne, dass wir hier beide Maschinen anschließen können. Genau. Wir haben... Achso, genau. Ich wollte noch eine Lagerkiste bauen. Richtig. Ich wollte das eigentlich so bauen, dass wir für beide eine Anforderungskiste hinstellen können. Aber wir machen das ohne Anforderungskiste. Ah, das wusste ich irgendwie, dass es passiert, ne? Es war so klar, die nutzen jede Chance, die Bastarde. Egal. Schmiermittel. Und hier ist Wasser. Achso, ist komplett vollgelaufen. Ja, egal. Das kriegen wir gleich hin. Wir werden noch ein paar Sachen verbrauchen. Und dann geht das wieder. Genau, das heißt. Oder noch besser. Wir gehen direkt in die Recyclinganlage rein. Jo. Machen wir so. Genau, wir machen die Fässer wieder zu Stahl. Und Stahl kommt hier raus. Obala, mit dem hier am besten. Und geht hier wieder rein. Genau. Dann brauche ich noch einen Sortier- oder Filtergreifarm. Weil dieser hier möchte gerne Kupfer da rausnehmen. Und darüber schleppen. Genau, und die anderen drei Sachen, die schießen wir da rein. Vielleicht machen wir es auch komplett irgendwann da drin, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Okay. Wir haben ja noch ein bisschen Platz. Okay, einer fehlt, warte. Upsi, dann machen wir das doch so. Und dann kriegen sie doch eine Anforderungskiste. Einmal das und einmal das. Geht beides? Nee, er schmeißt es dann wieder. Oh, ja, ist okay. Warte, nee. Nicht okay. Jetzt ist es egal, ne? Passt schon. Bioschlamm? Nee, Schmiermittel. Genau, Schmiermittel ist übrigens schon leer. Genau, Stahl geht wieder zurück. Sehr schön. Ja,
Vielleicht mag er noch ein paar mehr Fässer haben. Weiß ich nicht genau. Scheiße. Achso, der feine Herr möchte noch einen Greifarm haben. Ja, und dann kann das Ding erstmal durchackern. Ist natürlich jetzt ein paar Fässer im Hintertreffen mit der ganzen Geschichte, aber ist, glaube ich, okay. Oh, true. Ja, dann machen wir da noch die T1-Speed-Module mit rein. Ich denke, das ist in Ordnung. Genau, was jetzt vielleicht noch eine coole Idee wäre, wenn wir diese Maschine einen Block hochsetzen würden, dann sparen wir uns diese ganze Kistengeschichte hier, ne? Ach komm. War wieder Verschwendung, aber ist egal. So, dann machen wir hier die Fließbänder. Genau, der ist schon richtig. Der schmeißt den Kram darüber und der hier, achso halt, nee, der braucht das nicht mehr anfordern. Jo. Gut, das können da rein. Die Leichtbauteile können da rein. Ich habe noch Motoren, genau, die können auch mit rein. Passt. Ja, der Rest ist so ein Fassding. Das heißt, wir haben ja im Endeffekt noch nicht so wirklich eine Schrottproduktion hier. Wir schießen den Kram natürlich trotzdem runter, das ist klar. Aber hat jetzt erstmal keine Priorität. Jo. Netterweise haben wir auch wieder Platz hier drin. Wahnsinn. Gut. Glas kann hier rein. Kunststoff. Fisch ist nicht. Kunststoff kann hier rein. Ja, die andere Sache ist dann, was brauchen wir denn überhaupt noch hier? Also auf jeden Fall läuft das Ding erstmal mehr oder weniger. Stimmt, das hatten wir rausgenommen. Vielleicht kann man die Anforderungsmenge ein bisschen nach oben drehen. Ja, hier auch so ein 10er oder so. Stein ist da eher unproblematisch. Jo. Ach so, genau. Wir können uns auch nochmal eben die 50 Bots von uns wieder klauen. Ja, das ist das Ding, ne? Also eigentlich... vielleicht sollten wir noch ein bisschen Energie mit dazustellen. Aber viel mehr brauchen wir gerade nicht. Also jetzt gerade nicht. Ja gut, was wir hier halt noch brauchen, ist halt ein Receiver. Das hatten wir erst noch. Ah, stimmt. Momentan aber auch nicht, weil wir den Schrott, keine Ahnung, wir brauchen da noch keinen Schrottgedöns, ne? Wir können aber mal eben hier durchgucken, was wir hier auf jeden Fall nicht brauchen, beziehungsweise was sich noch irgendwie loswerden kann, weil wir haben immer noch das Problem, in Anführungszeichen, wir verlieren 50% von unserem Inventar. Und das ist eher schlecht. Was wir hier lassen können, sind die Module, die können wir hier noch irgendwann gebrauchen. Solarpanel können hier bleiben. Ich weiß nicht, warum ich den Shit mitgenommen habe, keine Ahnung. Ja. Die Fässer kommen wir eh noch durch. Die werden wir noch hier wegschmeißen, glaube ich. Die ganzen hier Weltraumgeschichten können auf jeden Fall hier bleiben. Genau, Labore und Co. Die können auch hier bleiben. Wenn hier diese Gammeldinger verloren gehen. Das ist eher uninteressant. Die Kapseln packen wir in die Kapsel. Wait. Ja gut, wir haben doch Treibstoff da. Muss man das erstmal angucken. Das ist mit dem Interface jetzt komplett neu. Remedy Orbit. Wo war, was? Wo ist Remedy? Ach so, der kann zum nächsten... Ah, okay, das haben die aber ordentlich ausgebaut, wenn man mit der Kapsel sogar zum nächsten Planeten kann. Ah, wollen wir nicht, weil wir kommen von da nicht wieder weg.
Also insofern wir nicht die entsprechenden Sachen dafür mitnehmen. Wir haben schneller seinen Treibstoff verbraucht. Nee, noch nicht. 30 braucht ihr dafür. Ich meine, wir können zur Not irgendwie noch Dinge tun. Weiß ich nicht, also ich habe mich ja sowieso darauf eingestellt, dass wir mit 50% wieder runterfliegen. Daher ist es eigentlich ziemlich egal. Und ich würde auf jeden Fall eine Anforderungskiste safe mitnehmen. Ja, das wäre nicht schlecht. Ja, wird schon schief gehen. Das habe ich auch gerade gedacht, Triggerfinger. Aber die Frage ist halt, also da müsste es ja einen Haufen Treibstoff mitschleppen. Warte mal, wenn wir jetzt hier mal Remedy Orbit auswählen, brauchen wir schon 37. Wir brauchen die Raketenteile. Wir können da noch keine Fracht mitnehmen, nicht so wirklich. Ja, also das ist natürlich wieder mit diversen... Wir können auswählen, wo wir landen wollen. Das ist auch cool. Nice. Jo, dann können wir hier bald wieder abhauen. Ja, wir müssen aber noch ein paar Sachen hier lassen. Hier diese Weltraumschienen können raus, ne? Die Roboports lassen wir hier. Die brauchen wir hier oben vielleicht bald. Das lassen wir hier, das lassen wir hier. Die Weltraumrohre lassen wir hier. Das lassen wir auch hier. Den Quatsch lassen wir da. Licht brauchen wir nicht. Wenn es kaputt geht, ist egal. Der Kram hier ist ehrlich gesagt nicht wichtig. Die können wir hier lassen. Können wir auch hier lassen. Um ehrlich zu sein, haben wir gar nicht so wichtige Sachen dabei. Nee. Speichern wir eben. Ja, und dann geht hier tatsächlich nichts mehr. Das ist aber an sich kein Problem. Das Einzige, was natürlich jetzt hier Mangelware ist, ist der Treibstoff. Wir können auch die letzten 5 eben rausnehmen und hier wieder reinpacken. Dann sind die auch weg, weißt du? Na, total egal. Wir haben halt die Notfallschubgeschichten. Ja, wir können unsere Bots hier reinpacken. Und der Rest, das ist halt nichts wert. Das ist okay. Da kommen wir mit klar. Das Einzige, was wir machen müssen, ist Treibstoff hier hochschicken. Und eventuell immer die Sachen für die Lieferkapsel. Ja, Treibstoff ist so ein Ding. Das können wir auch per Lieferkapsel hier hochschießen. Wir müssen es halt nur zugänglich machen. Haben wir noch eine Dings? Ja. Okay, dann brauchen wir doch nochmal eben schnell einen Roboport. Wo sind die gelandet? Verdammt. Da. Nee, machen wir hier. Genau, die können wir dann einstellen auf Treibstoff. Dann wäre das schon mal ready. Wie gesagt, die Hauptmaterialien haben wir ja hier drin. Ja, und das ist ein heilloses Chaos. Aber das lassen wir, glaube ich, erstmal so. Das können wir zur Not per Rakete hochschicken. Bei dem hier bräuchten wir eigentlich einen Filtergreifarm. Was brauchen wir denn noch, um die hier herzustellen? Natürlich, die Flüssigkeiten ist klar. Normalerweise bräuchten wir verschiedene Lieferpots, ne? Das ist die Sache. Da wir den Schrott gerade... wir brauchen den Schrott nicht mehr hier. Pass mal auf. Wir machen einen allgemeinen Lieferpot erstmal.
Haben wir eben ein paar Schaltkreise und Stahl. Deswegen habe ich die roten Schaltkreise übrigens mit hochgenommen. Wie gesagt, der Schrott ist gerade, ehrlich gesagt, ziemlich uninteressant. Wichtig ist, dass das Signal hier runtergeschickt wird. Ist es verbunden? Ja, war verbunden. Okay, das ist... Keine Ahnung, egal. Es ist auf jeden Fall verbunden. Laut Sound. Schwierig. So, dann haben wir gesagt, wir brauchen hier... Achso, genau, die Flüssigkeiten, klar, da machen wir jetzt hier das Wasserding. Ja, ich muss gerade echt ein bisschen improvisieren. Und hier haben wir Schmiermittel. Auch hier sortieren wir das mal eben durch. Wasser. Ja, genau, richtig. Und hier Schmiermittel. Genau, und das haben wir ja per Anforderungskiste, dass die leeren Fässer werden verschrottet, zu Stahl gebaut. Sollte also hinhauen. Im Endeffekt geht Stahl hier wieder mit rein. Genau, und der Rest... Swain. Wir brauchen hier auch keinen Stein hochschießen, weil... Das machen wir mit der nächsten Raketenfuhre. Die Flüssigkeiten sind so ein kleines Problem teilweise. Wasser haben wir nicht mehr. Echt nicht? Ja, siehst du, sag ich ja. Aber dann sind die auf jeden Fall da. Ansonsten, ja, Stahl haben wir, Leichtmetall haben wir, Motoren haben wir. Ja. Und die Schaltkreise, also die Prozessoren können wir ja eh nicht per Dings hochschießen. Wenn wir jetzt noch Goodwill haben, dann würden wir sagen, wir packen hier noch die Leichtbauteile rein, die Steine und Stahl. Aber das kommt dann eh mit der dicken Fuhre. Nur die Flüssigkeiten, die nehmen halt immer super viel Platz weg. Machen wir das so. Und die Sache mit dem Treibstoff, das ist unsere Fallback-Versicherung. Weil dann passiert nämlich nicht das, was gerade passiert ist, ne, dass wir nicht genug Sprit haben für die olle Kapsel. Deswegen haben wir nur noch Notfallschub. Ne, aber das ist die Idee dahinter. So, das kann hier rein, das kann da rein, das kann da rein. Batterien behalten wir, ist egal. Die können da rein... Ich wollte, glaube ich, eine... Achso, hatten wir schon reingepackt, ne? Genau, eine Anforderungskiste, die ist wichtig. Speichern nochmal eben. Und dann testen wir mal diesen Notfallschub, mal gucken, was passiert. Ja gut, aber das ist ja... erstmal komplett durcheinander. Ah, jetzt, okay, danke. Ich hab gerade gedacht, was ist denn jetzt los? Genau. Mit den Verlusten können wir leben. Und jetzt haben wir eine beschädigte Kapsel, genau. Und die muss man dann wieder fit machen quasi, okay. Wir packen erstmal hier eine rein, würde ich sagen. Ja, dann wäre jetzt die nächste Sache, wir brauchen hier unten eine Lieferkanone. Die Kram da hochschießt. Im Schwerpunkt auf jeden Fall Raketentreibstoff, damit wir die Forschung weitermachen können. Aber ich denke, das schreit vorher nochmal nach einer kurzen Pinkelpause anscheinend. Waren wir jetzt eine Stunde da oben oder was? What? Wahnsinn. Da geht schon ordentlich Zeit drauf. Ich packe mal eben die Lebenserhaltungskanister hier wieder weg. Die können eben da rein. Genau, machen wir es so rum, dann haben wir unsere 100 wieder. Und vor allem die ollen Frachtkapseln. Können da rein. Genau, bevor wir Pinkelpause machen, die Frage, warum zur Hölle habe ich eine Anforderungskiste mitgenommen? Die kommt hier hin. Und diese Anforderungskiste fordert exakt eine Kapsel an. Kann sie noch nicht, weil hier kein Logistikbereich ist, ne, ist klar. Stimmt, die haben wir oben gelassen, dann holen wir eben was. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir hier, ja, die entsprechende Kiste davon machen.
Also Lagerkiste. Wie gesagt, ich will die Kapseln halt nicht auf dem Fließband haben, weil das verschwendet nur unnötig Ressourcen. Gut. Achso, ein Roboport wollte ich holen. Genau, die sind hier unten irgendwo. True. Nice. Dann bräuchten wir noch ein paar Logistikroboter. Die haben wir auch da. Einer würde reichen. Nee, der würde irgendwann kaputt gehen. Ja, und dann brauchen wir noch eine normale Lagerkiste. Also wieder Schaltkreise und Stahl. Das kennt man ja inzwischen. Schaltkreise. Okay, und Koks. Was haben wir denn hier eigentlich inzwischen? 157 Uran, 235. Nice. Das ist schon mal gut. So, genau. Die Kiste werden wir auch gleich festlegen auf die Teile hier, damit da kein Mist mit passiert. Dann brauchen wir jetzt halt, wie gesagt, nur noch irgendwo so einen Roboport hier. Das sollte hier eigentlich ganz okay sein. Noch ein bisschen Strom vielleicht. Oh, nicht Greifarm, sondern Strom. Ja, und dann packen wir die Bots eben da rein. Und der nimmt die Kapsel und tut sie dahin. Wahnsinn. Ja. Dann wäre das geklärt. Wie gesagt, wir sparen uns halt hier 20 Kapseln, die irgendwo auf irgendeinem Fließband rumliegen würden. Jo, aber ich denke mal, so machen wir das erstmal. Jo, machen wir einen kurzen Break. Nach der kurzen Pause Lieferkanonengeschichten. Und dann machen wir weiter. Ich überlege gerade, also wir müssten... Ach ja, genau. Wir müssen noch diverse Automatisierungen bauen, damit wir später, also spätestens morgen damit anfangen können, so langsam Richtung fette Basis zu switchen oder Neuaufbau oder wie man es auch immer nennen möchte. Ich denke mal, das sind so die Sachen, die wir dann gleich in Angriff nehmen. In dem Sinne, bis gleich.